Grüß euch. Hello. Ja, schau, klatschen Sie auch gerade zu Hause. Das freut mich sehr. Ja, Denkmit Kultur ist wieder hier und wir haben hervorragende Gäste. Heute zwei, denn wir sind ja immer angetreten zu sehen, dass auch unterschiedliche Menschen sich gut unterhalten, zumindest wenn sie aus der Kunst- und Kulturbranche sind. Also, ich persönlich freue mich sehr, zwei Leute, die man nicht so unbedingt gewohnt ist, gemeinsam zu sehen, deshalb haben sie uns. Ich persönlich bin bereit, auf was warten wir jetzt eigentlich noch? Auf die! Der Novak lässt mich nicht verkommen. Ein Lied von Cissi Graner und Hugo Wiener, der einst über einen Mann, der seine Frau nicht verkommen lässt. Ja. Ich glaube, er ist in Wirklichkeit auch so einer, der wirklich aufpasst auf die Leute, dass da ja nichts geschieht. Berühmt, berüchtigt, ein guter Mensch. Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Kabarettisten und Schauspieler Reini Novak! Aber der Novak lässt mich nicht verwundern. So schön empfangen. Danke sehr. Ja. Schön. Wir haben für dich, und ich möchte gleich, weil es so ein brutales Ding ist, den Gegenstand für dich präsentieren, wo wir uns erhoffen, dass wir eine Geschichte kriegen. Du hast sogar zwei, falls du beim ersten nicht gleich drauf kommst. Okay. Das im Fernsehen, Damen und Herren, der erste Gegenstand. Oh. Welche Geschichte könnten wir meinen, wenn wir dir... Was ist das? Ein Revolver? Das ist ein Revolver, ja. Ja. Western, Cowboy, Fasching. Gelderwerb. Gelderwerb. Bankräuber, ja. Erzählt mit dem Kriegs auf mit dem Nein, das ist ein Bank in der Hoch. Ja, die Geschichte ist die, dass ich, ja. Trink noch mal. Prost. Unbedingt. Schluck, wir dürfen ja nicht so, wir müssen von der Ferne. Im Herzen sind wir beinahe. Ja, dass ich ja als Kind immer schon sehr klein war und schmächtig. Ich musste ja sogar vor der Volksschule auf ein Mastcamp. Wir haben es ja auf, Peppe. Ein Kindermastcamp, weil es so klar war. Ja? Und dann einen Intelligenztest auch noch machen müssen, damit ich überhaupt aufgenommen wäre. Das? Ja, ich weiß nicht, irgendwie schwieriger mit irgendwas. Mit dem, ob man das Ohr erreicht, dann darf man in die Schule gehen? Das war, glaube ich, irgendwie schon was Ärgeres, ja. Und ich war immer der Kleinste und bin halt dann auch von den Mitschülern irgendwie gecancelt worden. Ein Brünn habe ich dann auch gehabt, ja, der Schernglieder mit der Glasveranda. Also da wirst du schon leicht gemobbt, also damals war das halt. Hat das nicht Mobbing geheißen? Hat das nicht Mobbing geheißen, sondern einfach... Da hat man gesagt, einfach, sie segieren die. Genau, sie haben mich segiert. Und das habe ich mir halt nicht gefallen lassen. Oder ich habe mir dann gedacht, ja, ich will irgendwie die Aufmerksamkeit meiner Mitschüler, oder ich habe mir es halt irgendwie anders geholt, dass sie mich mögen. Und habe die Lehrer dann halt geärgert, ja. Und habe meine Mitschüler da schon zum Lachen gebracht und auch erkannt, dass mir das Spaß macht, wenn andere lachen, wenn ich es zum Lachen bringe. Und bei den Berufswünschen, wo alle gesagt haben, sie möchten Friseurin, Lokomotivführer oder Automechaniker werden, habe ich gesagt, ja, Bankräuber. Und haben's schon das gelacht, aber meine Mutter hat ja die Vorladung in die Schule bekommen und ich habe dann die Tätschen daheim gekriegt. Also, das ist ja arg, nämlich, weil du hast tatsächlich wirklich, nur weil du gesagt hast, du willst Bankräuber ja, werden, das war einfach nur sind deine Lehrer sofort auf die Idee gekommen, deine Mutter irgendwie anzuhalten, aus dem Buben wird nichts gescheit. Also. Ja, nein, meine Lehrerin, Volksschullehrerin, also das war knapp, das war auch eine Saison nach dem Rohrstaberl, glaube ich. Oder auch, also den bist du gerade noch entkommen. Ich bin 1970 in die Schule gekommen, eingeschult worden.
worden. Und ja, also es war damals einfach, und da hat es auch noch gegeben, so eine Obrigkeitshörigkeit. Ja. Also meine Mutter hat das alles geglaubt, was die Lehrerin gesagt hat. Ja. Und die, wenn die gesagt hat, nein, das ist fürs Gymnasium, das geht nicht, da muss ich in die Hauptschule, weil ich halt schlimm war. Also ich habe überall einen Einser gehabt, aber im Betragen halt einen Dreier. Ja. Und da hat meine Mutter gemeint, nein, ich muss halt da in die Hauptschule, ich darf nicht ins Gymnasium. Aber trotzdem hast du dann noch weiter deine Schullaufbahn weiterverfolgt? Ja, ich bin ja dann in die IGS gekommen, ja. Integrierte Gesamtschule, das war in den Hauptgegenständen so das Niveau wie im Gymnasium, auch nicht wirklich, weil in der HTL habe ich mich dann schwarz an, also da war es dann ein bisschen schwierig. Also da, aber die HTL da, hast du gemacht? Ja, habe ich gemacht. Ja, Das ist ja, mit 16 habe ich gewusst, ja, ich mache es fertig, das ist wegen der Matura, um studieren zu können. Was hast du denn dann studiert? Naja, ich habe dann Theaterwissenschaft studiert. Ich habe Theaterwissenschaft studiert. Und Publizistik, ja, im Nebenfach. Welche komische Kombination, selten gewählt. Publizistik, ja, glaube ich, sehr viel gemacht. Und lauter Leute, die nicht gewusst haben, was wären, oder was. Weil mit Theater, da wirst nichts, das ist ein sinnloses Studium, kein Mensch weiß wozu. Aber es war halt irgendwie so zur Überbrückung, Dr. Günther Nenning hat damals, weiß nicht, oder hat er siebenmal Doktor, ich weiß nicht, Vorlesung gehabt, ja, und da bin ich halt durch Zufall in die Josefstadt gekommen, als Komparse. Da hat der auch Professor hinempfohlen. Ja, nein, empfohlen nicht, aber der hat eine Liste austeilt, wo man sich eintragen hat können. Und ich war dann halt dort quasi für ein Casting, Komparsen-Casting. Da habe ich so lange Haare gehabt, ja, schulterlange blonde Haare, Nickelbrün. Und ich habe gesagt, ja, super toll, ja, da braucht man keine Perücke für dich. Ja, weil ich da im Rosenkavalier gespielt habe, so Lakai, genau. Ja. Das müsste ich denken, das Wort. Lakai von Gwaltinger, von Helmut Gwaltinger. Ich war mit ihm auf der Bühne. Und der war für mich quasi der Anreiz dann überhaupt, dass ich das weitermache, den Job. Der hat euch ein bisschen Geschichteln gedruckt, dann habe ich gehört, in der Kantine und der so. Kantine, ja, weil er einmal Plunzenfett zur Probe gekommen ist und die Probe abgebrochen wurde. Und wir sind da mit ihm gesessen beim Reparaturseiterl und er hat uns Geschichteln gedruckt. Ja, es war ein schönes Erlebnis. Bei dir glaubt man es nicht, aber es ist tatsächlich so, du bist in München geboren und hieß dereinst nicht Novak, sondern hattest den wunderschönen Nachnamen, auch wenn nur kurze Zeit, Plattensteiner, ja. Reinhard Plattensteiner aus München. Ja, nein, das ist aber eher burgenländische Herkunft. Also meine Mutter kommt aus dem Burgenland und Plattensteiner aus Deutschkreuz. Der Plattensteiner. Ja, das hat sich so ergeben, die haben bei BMW gearbeitet, meine Eltern, und also noch unehelich auf die Welt gekommen und dann nachher. Haben Sie das Kind dann doch noch? Haben Sie, ja. Also wir sind dann gleich nachher wieder zurück nach Wien, bin dann im zweiten aufgewachsen und du hast keine Erinnerung an München? Nein, oder nicht wirklich. Nein, ich war nicht oft dort nachher ein, zwei Mal, aber das ist für mich irgendwie so, was in München. Na, das ist eine komische Stadt, da wäre ich nicht warm damit. Weiß nicht, das obwohl du dort geboren bist, sagst du das wieder. Aber das mit dem Schauspiel und mit dem Theaterwissenschaft, das war ja quasi nur Plan Gustav oder Emil, weil du hast so viele andere Sachen vorgehabt. Ich habe gehört, du wolltest Tennislehrer werden. Ja. Du wolltest das Kameramann werden. Ja, das waren halt alles so Sachen, da hätte ich viel tun müssen. Also viel üben und lernen und vorbereiten für Filmakademie. Da musst du schon einmal, ich weiß nicht, einen 30-Minuten-Film abliefern, dann ein Drehbuch und. Und dann wirst du erst von, was weiß ich, von 300, die sich anmelden, werden 10 genommen. Und darum bist du gar nicht hingegangen. Da haben wir gedacht, nein, da habe ich eh keine, die Chance viel zu gering. Kann ich gleich Lotto spielen. Ich habe gern fotografiert und haben wir gedacht, ja, dann auch in der Studentenzeit habe ich eine Zeit lang war ich Fenstervertreter, bin ich mit dem Moped um und um gefahren. Thermofenster, ja. Genau. Und das irgendwelchen Pensionisten eingeredet und sagen, was ist denn da Geld ersparen? Und das, was die Fenster gekostet hätten, das hätten sie nie rentiert in den paar Jahren, was wir gegeben haben. Also das war eigentlich ein grausamer Job. Der Bankräuber, ja. Da haben wir es doch. Genau, da haben wir es schon, da war ja. Den Bankräuber hast du durchgezogen, beim Verkauf der Thermofenster an alte Damen. Genau, ja. Aber dafür bist du ins Gefängnis gekommen, oder? Also. Ja. Ja, ich weiß alles. Du weißt alles, ja. Das ist super. Das war aber eine Ersatzarreststrafe, ja. Also nicht richtig. Das war wegen einem Moped, das ich verkauft habe. Das ist ein Buchmoped, Buchdesi oder was hat die geheißen. Und der ist gefahren ohne Auspuff und Kaufvertrag, irgendwas war der Ding. Auf jeden Fall habe ich eine Strafe gekriegt von 500 Schilling. Und ich habe gesagt,
zahle ich nicht, habe ich nicht. Meine Mutter hat das Geld auch nicht gehabt. Und dann ließ ich, dass man eine Ersatzarreststrafe antreten kann. 12 Stunden für 500 Schilling. Und dann, super, dann lege ich mich über die Nacht rein. Wurscht, wird schon nichts sein. Tanzt du da mit einem riesigen Sack, Seesack, ja, mit Büchern, mit Walkman, damit es mir nicht fad wird. Haben sie mir alles natürlich weggenommen. Schuhbänder haben sie mir weggenommen. Die Brille haben sie mir weggenommen. Ich habe damals eine Brille gehabt, 8 Dioptrien. Das darf man also, nicht, oder? Aber das darf man doch gar nicht. Damals, das haben sie gemacht. Wurscht, das haben sie gemacht. Ja. Das Einzige, meine Jacken habe ich mir anhalten, anbehalten dürfen. Und in die Zelle, also wirklich Holzbritsche, kein Polster, nichts, eine Decke, Punkt 10 Uhr, das Lichtadrat, Kommissariat Meidling, Punkt 10 ist Lichtadrat. Und dann liegt man so in der Finsternis, ja, ohne komplett Sicht, nichts, ohne Brille. Wahnsinn, furchtbar, also da ist man wirklich der Schirrau gegangen. Ne? In der Nacht muss ich pinkeln. Leid total, weil so ein Knopf zum, da kommt natürlich keiner. Leid, 2, 3, 10 Minuten, okay, gut, das. Was mache ich jetzt, wenn die Zelle brunst? Ja, Entschuldigung. Es war halt so. Und ja, in der Früh haben sie dann an zwei, irgendwann eingetreten in die Zelle, der irgendwie renitent war, keine Ahnung. Und ja, und da bin ich dann rausgekommen. Ja. Und dann beim Rausgehen, das war der Clou nämlich an der Geschichte, merke ich, habe ich gerade Wohnung renoviert, habe ich eine, von einem Stanley-Messer die Ersatzklinge drin gehabt. Also... Das haben sie nicht gecheckt, das haben sie nicht gefunden. Die Schuhkarteln nehmen sie da weg, aber die Finger nicht. Gott sei Dank hast du damals nicht... Habe ich das nicht vorher gesehen, weil sonst... Ja, wer weiß. Ne? Also das magst du nicht mehr? Nein. Und vor allem ist es ja viel, das musst du ja für, ich weiß nicht, für 30 Euro zwei Tage schön in den Häfen gehen. Ja. Also das ist ja viel. Das haben wahrscheinlich viele Leute gemacht, jetzt haben sie das. Ja. Aber ach, ich habe drin, das Kind Brille, jetzt die Brille. Also naja, die Brille ist schon sehr Ding. Was ist jetzt? Du hast keine Brille. Nein, jetzt habe ich Linsen, sonst hätte ich ja nichts sehen. Ja. Sonst hätte ich mit dem Gitarristen reden. Also, wirklich? So schlecht? Wird die schlimmer? Oder ist das... Nein, irgendwann einmal. Also mit den Linsen ist es dann stehblieben. Aber als Kind habe ich angefangen mit einer Dioptrie und pro Jahr ist es halt gestiegen. Um eine, dann... Aber als Kind ist dann. Wenn die anderen sind, die nicht zigieren, egal. Oder? Ja, naja, es ist halt, du weißt nicht, so dicke damals. Jetzt gibt es ja Kunststoffgläser. Damals das waren ja wirklich richtige Glaseln, die hat schwer gedruckt auf die Nasen und die sind immer runtergerutscht. Und, ja, furchtbar. Im Bad, man hat nicht baden gekannt oder irgendwas. Ja. Irgendwann haben wir dann so Sportbrühen, so Nickelbrühen mit diesen Dinger da gekauft. Die haben gehalten ein bisschen. Ja. Aber nach deinen ganzen Kameramann-Check, nein, Tennislehrer-Check, nein, dann doch eben in Gwaltinger gesehen auf der Bühne, Schauspieler möchte ich werden. Ja, wie war der Bildungsweg zum Darsteller? Zum Darsteller war ja Privatunterricht. Ja. Also, ich muss ja sagen, man weiß es eh auch, das habe ich schon öfters erzählt, ich war mit Thüringer in der Klasse. Mit Roland, und das war dann natürlich ein bisschen vorgezeichnet. Dann ist beim Schlaberei einer ausgestiegen, bin ich eingestiegen beim Atompilz von links und habe beim Herwig Seeböck Unterricht gehabt und Reinhard Tötschinger, also mir die Lehrer halt ausgesucht. Und bei der Herwig Seeböck hat uns immer abgeraten von Schauspielschulen, also von Reinhard Seminar gesagt, geht's dort nicht hin, das ist nicht gut und so. Das Arg ist, dass dann quasi vom Theater eigentlich durch den Herwig, habe ich den Eindruck, bei alle dann irgendwie dieser, ich spiele Hamlet, Wunsch, irgendwann zu diesem, ich bin Kabarettist, geworden ist. Ja, eher so, ich weiß nicht, so eher volksnahes Theater, ja, also wir haben nie, darum hat man der Gwaltinger auch so taugt, weil das für mich ein normaler Mensch war und auch als Schauspieler natürlich gewirkt hat. Und da hat es andere gegeben, ja, die sagen, ich bin Schauspieler und ich bin eine große Stadt und die Privaten auch so reden. Ja, und das ist furchtbar und das mag ich nicht, das Künstliche am Theater. Und das hat uns der Herwig immer eingetrichtert und nahegebracht, dass das halt irgendwie... Ja, und das war halt unseres. Ja. Also der Dorfer war dort, der Händler, also Billy sich. Und ja, das hat uns halt geprägt und ja. Die Andrea Händler hat gesagt, sie gründet eine Alters-WG für euch alle. Warst du davon? Ich weiß davon, ja. Es hat jetzt unlängst ein Treffen gegeben, da habe ich nicht kennen. Ja. Es werden schon Pläne geschmiedet. Es wird schon irgendwie. Das ist so dahingesagt. Nein, da ist irgendwie geplant, dass man irgendwie ein Haus irgendwie kaufen, ein größeres, und wo man dann halt in einer WG ziehen, ja.
Na, das wird ein Hit. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber... Kommt dabei an, Frierer, wenn man es nicht ja. Wahrscheinlich wieder Lebenswandel. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich mir das so wirklich vorstellen kann, weil ich habe gerne lieber meine Ruhe, weißt, wenn ich daheim bin. Und wenn dann weiß ich, im Nebenzimmer ist die Händler oder was, und dann fühlt man sich so verpflichtet, dass man sie trifft. Und ich weiß nicht, ob das meins ist. Das muss man noch überlegen. Ja. Passiert noch, die Entscheidung. Das wird passieren. Ja. Wenn man dich kennt, hat man das Gefühl, du könntest eh alles spielen, aber irgendwie bist du immer sehr festgelegt auf bestimmte, immer so, in irgendeinem Artikel ist einmal gestanden, der Donald Duck, der Kabarett-Szene, ja, also quasi so immer der bisschen Botschafte. Ja, ich weiß nicht, das ist halt das Produktionsbüros, Regisseure, Fernsehsender, das sehen wir halt irgendwie in der einen Richtung. Bin gespannt, ja, ich habe jetzt einen Mörder gespielt, einmal in einer Krimiserie. Ja. Endlich der Schauen Mörder. Wir mal, ob ich dann... Es ist ja meistens so, wenn man einmal was spielt, dann kriegt man jahrelang immer dieselben Rollen angeboten. Wenn man einmal einen Polizisten gespielt hat, dann im Kaiser mit Blues, habe ich dann, weiß ich nicht, in 10 anderen Produktionen auch einen Polizisten gespielt. Ja, wenn man gewusst hat, das macht er ja, gut. Ein Kapperlgesicht. Ja. Ich meine, manchmal würde ich mir mehr Mut wünschen von den Produktionsfirmen oder Fernsehsendern, einfach einmal gegen einen Typ zu besetzen. Jetzt warst du schon mal der Mörder. Ja, der blonde, blauäugige Mörder. Blonde. Ja, es ist ja Wahnsinn. Du hast das Kind, Derek, der alte Columbo, geliebt, dauernd angeschaut, habe ich gehört. Mich würde interessieren, was du ein Kind, das dann nicht nur Derek, der alte und Columbo sehen hat dürfen, sondern hast du auch Aktenzeichen XY gesehen oder haben das deine Eltern? Nein, das habe ich auch. Ich glaube, also ich war da eigentlich noch zu jung. Also mit 12, 13 bilde ich mir ein, dass ich das schon gesehen habe. Und ich habe das schon sehr wohl realisieren können. Ein Krimi, ja, das ist gespült, das ist nicht echt, das gibt es nicht. Ja. Aber bei Aktenzeichen XY, da waren immer echte Fälle, die es nachgestellt haben. Und ich kann mich erinnern, im Kinderzimmer, ich war im Stockbett oben, wir waren zu dritt, also zwei Schwestern, Stockbett oben und gegenüber... Also Fenster, ich habe Richtung Fenster geschaut und ich habe mir immer geschaut, dass ich beim Schlafen unter dem Holz bin, also damit nicht von drüben jemand mit Zielfernrohr umschießen kann. Ich ganz bin immer so ganz flach geschlafen, ja. Dass vielleicht mich keiner da schießt. Vielleicht kommt es daher, dass du immer ganz dünn bist, weil das Kind schon so das Überlebenswichtigste war. Ja, furchtbar, also das war grauenhaft, Aktenzeichen XY, also diese... Aber du hast das gesehen auch? Ich hab das gesehen, ja. Die Schauspieler da waren auch immer sehr... Ja, die waren super, die waren ganz tolle Schauspieler. Musik? Was fällt dir da spontan dazu ein? Naja, dass ich da jetzt nicht so gesegnet bin mit der Musikalität, das war ja auch in der Volksschule schon so, dass ich da im Musikunterricht nicht mitsingen durfte, weil ich so falsch gesungen habe und ich wurde wirklich... Ernsthaft jetzt, ich muss dir vorstellen, pädagogisch ganz wertvoll, ins Winkel gestellt, ja, und die anderen haben gesagt, und ich habe nicht mitsingen dürfen. Und dadurch ist das, bin ich jetzt ein bisschen hinten nach und ja, mache das mehr. Ja, das ist sehr traurig. Ja, und mache das halt, ja. Ja. Ich hoffe es. Wir haben uns einen richtigen Gassenhauer vorgenommen, ja, oder? Ja, ja. Machen wir es? Machen wir es, ja. Damen und Herren, René Nowak! Bitte. Yeah.
diesen Weg von da, komm. Der Lippenstift ist verwischt. Du hast ihn gekauft und ich hab's gesehen. Zu viel Rot auf deine Lippen und du hast gesagt, mach mich nicht an. Aber du hast durchschaut, Augen sagen mehr als Worte. Du brauchst mich da, hä? Alle wissen, dass wir zusammen sind auf heute. Jetzt her ist, sie kommen, die zu holen. Sie werden dich nicht finden, niemand wird dich finden, du bist bei mir. In den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hierbei um ein Verbrechen handelt. Und weiter geht's mit Denk mit Kultur. So brutal ist wie der von der Gine. Ja? Da geht es um den Bellamy, der besser weiß, wie man mit Frauen umgeht. Und die Dame, die jetzt kommt, kennt ihn auch gut, den Bellamy. Einen oder zwei oder drei oder hoffentlich mehrere. Jeder sollte viele Bellamys an seiner Seite haben. Eine Dame, die irgendwie in ihrem Leben immer das gemacht hat, was ihr Spaß macht. Den Eindruck habe ich schwer. Und ich hoffe, sie hat auch Spaß, hier heute bei uns zu sein. Begrüßen Sie mit mir die Erika Fluha! Bellamy, wie lange ist das her? Ewig.
Du, alles ist schon ewig her. Nein, ja. Das stimmt nicht. Na, hörst? Bellamy ist ewig her, aber... Ja, so, wenn man so über 80 ist... Das ist alles ewig her. Das ist unglaublich, ja, ja. Ja. Aber Bellamy war schon so ein Signal in meinem Leben. Ich habe da vorher schon lange Theater gespielt und dann habe ich diesen Zweiteiler, damals waren ja noch unschuldige Zeiten, da war es noch ein Zweiteiler berühmt, nach einem. Ja, ja. Und dann haben wir halt diese, das war aber auch eine sehr liebevolle und schöne Arbeit mit diesem Helmut Keutner, das war ja ein wunderbarer Filmregisseur, vor allem auch politisch ein sehr, hat sich nicht vom Nationalsozialismus niederknüppeln lassen, hat wirklich gute Filme gedreht und der hat diesen Bellamy gemacht. Ach, du hast nur gute Erinnerungen dran. Ja, nur gute Erinnerungen. Vor allem dieser Helmut Keutner, ihr habt ihn getroffen. Damals gab es etwas noch nicht, also kein Casting. Ich habe ja Luxuszeiten gelebt. Ja, du, ich sage dir, super. Kein Casting. Ich habe noch Zeiten erlebt, mir hat man ein Drehbuch geschickt. Ja, schön. Das habe ich gelesen, ob es mir gefallen hat oder Blue, nicht. Lesen Sie es. Aber es war wirklich so, nur mit dem Keutner habe ich mich schon in Berlin unterhalten. Und dann habe ich ihm halt gesagt, ich bin sicher nicht hübsch genug für diese... Hat er gesagt, wir machen das. Und der ist dann immer in die Maske gegangen und hat. Und dann, damals wurde das noch so aufgezeichnet. Und dann hat er mich gerufen und haben wir uns gemeinsam die Szene angeschaut. Dann hat er gesagt, na. Was sagst du? Ja, und wenn ich jetzt so zurückschaue, ich war ja wirklich ganz schön. Ja. Ja. Du bist aber vom Theater ja gekommen damals. Also, du hast ja wahnsinnig lange. Ja, ja. Ich habe hier schon so ein bisschen Fernsehen gemacht und so, aber ich war. Ich sage das immer sehr gern, ich glaube, ich habe es euch eh schon vorher gesagt, ich war 40 Jahre am Burgtheater und das ist 20 Jahre her. Ja, ein Wahnsinn. Meine Musiker sagen immer, wenn ich das am Abend auf der Bühne sage, ich schinde Applaus. Und auch heute wieder gelungen. Das ist ein Profi. Ja, genau. Wir haben für dich auch einen Gegenstand. Ja? Es ist mir ein bisschen peinlich, denn wir haben es wegen der Jahreszeit nur aus schnödem Plastik für dich gefunden. Was verbindest du denn mit wildem Wein? Das schaut mir ja eher aus wie ein Efeu. Ja, und mit Efeu verbinde ich mein Haus. Ja. Mein Haus in Wien, ich kriege ja dauernd von Immobilienhändlern, die durch die Gegend fahren, Briefe, ob ich das Haus nicht verkaufen will, weil die glauben, da wohnt jemand, der ist nicht immer ganz mehr ganz beisammen. Weil das Haus ist voll eingewachsen. Ja. Daran erinnert mich das. Und wilder Wein, also Weinstöcke, erlebe ich auch jetzt gerade zum Beispiel immer in diesen Shutdown-Zeiten. Ja, da gehe ich bei mir ums Eck und da gehe ich immer durch die Weingärten spazieren. Da triff ich niemanden und habe viel Wein. Aber dein Haus lässt du absichtlich zu wuchern, weil du sagst, das ist das Schönste. Das ist so herrlich und das schützt. Und was alle sagen, da kommen lauter Moskitos. Ja, und die Viecher. Nein, es kommen keine Viecher und die Mauern werden nicht kaputt. Alles ist innen wunderbar. Aber von außen schaut es halt so verwachsen aus. Na, so, ja, dass die denken, was ist denn mit der? Du wolltest Gärtnerin werden, wenn du nicht... Wenn ich nicht, darf ich diesen wilden Wein belegen? Ja, gerne, leg ihn ab. Ja. Aber das ist eine schöne Gabe. Ja, ja bitte gerne. Ich habe mir so gedacht, da habe ich die Matura gemacht. Ich war ja immer Vorzugsschülerin, weil ich habe den Krieg erlebt. Ich bin 39, habe ich wirklich den Krieg und die Nachkriegszeit. Und deswegen bin ich so gerne in die Schule gegangen, weil das war so schön. In der Schule sind keine Bomben mehr gefallen und man hat was lernen dürfen und was lesen dürfen und was schreiben dürfen und so weiter. Und dann habe ich halt die Matura bestanden auch mit Vorzug und so. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich da nicht durchkomme in diesem Reinhard-Seminar, dann studiere ich Bodenkultur. Aber was ich immer so vorgestellt habe, war ein Gut. Ja. Ich auf einem Pferd. Und ich reite so an den Feldern entlang. Ah. So. Ja, ja. Aber ich bin durchgekommen. Ja, beim Reinhard-Seminar. Ja. Ja, eben. Ja. Du warst am Burgtheater damals, also wenn wir uns jetzt in diese Zeit zurückversetzen, die erste Nackte in einer Rolle? Das war das Stück Akrobaten von Tom Stoppard. Und das hat ein englischer Regisseur inszeniert. Und der hat dann zu mir gesagt, Erika,
I have to say that Dinah, das war die Dinah Rick, Dinah, she was naked. Dann habe ich immer gedacht, naja, ist ein Heiler. Da bin ich auch natürlich. Ja, so, na, so ja, flink na, so. Wie okay, du. Okay. Ich war nicht die Birgit. Ich bin in mich gegangen, ja. Und dann habe ich aber eine Choreografie entwickelt. Das war machbar. Ich lag nur auf so einem Eisbärfell und wurde so heraus. Wirklich, die Bühne, ja, die Bühne hat sich gedreht. Ja, und ich lag da wie ein Baby so am Bauch. Mhm. Und dann schlüpfte ich in einen Morgenmantel mit viel Straußenfedern. Mhm. Also vorhin hat man mich überhaupt nicht gesehen, aber das mein Pop-Shop Hinterteil. Es war damals dann längere Zeit in der, dann haben sie, also Fotos dürfen sein, natürlich, dann war ich schon kühn. Ne? Wenn schon, dann darf natürlich auch die Fotoprobe so sein, wie sie. Es war aber wirklich so nachher, wenn von mir irgendwas Sachliches berichtet wurde in irgendeiner Zeitung, war ich nockert mit dem Popo. Ja, heuriger Bluha und schon wieder. Ja, ja. Genau. Ja, das ist aber es waren wirklich noch vergleichsweise wirklich schuldlos, schlichte Zeit. Das war nicht üblich. Nein, und dann haben sie immer gesagt, weißt du, welche Karten als erste verkauft worden sind? Die da oben, wo man auf dem Popo... Operngucker. Ja, wie ein Operngucker, da sitzen dann die Leute. Und neben dem Schauspielen war dann auch bald, nach einer Zeit, Chanson. Also quasi wie du mit dem Heller zusammen warst. Das muss man wirklich sagen, ohne meine Heirat mit diesem... Franzi, der damals wirklich so ein dünner Disc-Jockey war und Bürgerschreck, was man sich ja heutzutage von ihm gar nicht mehr vorstellen kann, der hat mich dazu gebracht und hat so eine erste Platte mit mir produziert. Und da habe ich mir gedacht, okay, machen wir mal eine Platte, das kann ich dann vielleicht später meinen Urenkeln oder Enkeln zeigen. Und es hat sich aber daraus entwickelt, wirklich eine wirklich mein Leben sehr bereichernde berufliche Tatsache, dass ich ich kann kein Instrument spielen, ich kann nicht Noten lesen, aber ich habe gute Ohren und hatte das Glück, wirklich von Anfang an bis heute mit wunderbaren Musikern arbeiten zu können. Einige davon kennst du ja auch sehr gut. Aber und das schnell geschrieben dann trotzdem. Naja, dann habe ich erst noch die Heller-Texte gesungen und so weiter und so weiter. Und dann habe ich aber etwas festgestellt. Ich sage dir, mit Liedern wirst du noch mehr identifiziert, als wärst du selber, als mit einer Rolle. Mhm. Ich habe gemerkt, also wenn ich dann so gewisse helle Texte, das war dann irgendwann so nicht mehr ganz meines. Nicht? Zum Beispiel in diesem so bis heute noch, gehe ich spazieren im Void und mir kommt wer entgegen und sagt, es war einmal und es war einmal schön. aber wir haben in unserem letzten Konzert es so lustig gehabt, weil ich habe es gesungen und kommentiert. Und zum Beispiel, wenn die Zeile kommt, du brauchst so viel mehr Zärtlichkeit, als du verdienst. Da habe ich gesagt, das ist ein heller Text. Dann haben wir, weil Mann, wir brauchen auch so viel Zärtlichkeit. Ja, sowieso. Also diese ganzen Überlegungen haben dazu geführt, dass du dass selbst ich dann geschrieben hast. Begonnen habe, meine Texte selber zu schreiben. Und eigentlich singe ich im Großen und Ganzen immer nur meine eigenen Lieder. Das ist schön, weil man da seine eigenen Inhalte vertritt. Und jetzt immer noch musiziere ich wirklich sehr gern und singe ich sehr gern meine Lieder. Ja. Wobei du ja auch eine sehr intensiv Schreibende bist. Ich habe immer sehr gerne und das bis heute Leben erfunden. Weißt du, wenn man Bomben erlebt hat als Kind, das ist so traumatisierend und so prägend, dass ich dann auch schon in der Schulzeit und gleich als mir möglich war, eine Geschichte aufzuschreiben oder als ich gemerkt habe, es gibt Theater und man kann Geschichten erfinden und man kann ein anderes Leben erschaffen. Man ist eigentlich unglaublich kompetent, dass man sich Leben erschafft, dass man nicht unbedingt selber leben muss. Weil selber manche Sachen zu erleben kann hart sein, aber man kann Leben erfinden und ich mache das eigentlich im Grunde genommen bis jetzt. Gescheit.
Du hast 2 Hollywood-Angebote abgelehnt. Ach, nein. Ist das was, wo man sagt, eigentlich ist mir doch komplett wurscht, jetzt, ich habe so ein schönes Leben gehabt, was mich beruflich betrifft? Oder ist das was, wo man sich das sagt, war halt auch, was wäre gewesen oder so? Das wurde medial mehr aufgeplustert, als es der Fall war. Das waren Angebote von in drittklassigen Filmen irgendwo, irgendwas. Und außerdem, ich wollte nicht in Hollywood leben. In einem Film war ich mit David Bowie. Oh. Nein! Na, siehst du das? Aber das waren 3 Drehtage, an die ich mich kaum noch erinnere. Der David Bowie. Das war schöner Gigolo, armer Gigolo oder so. Alle die anderen, die da mitgespielt haben, von der Dietrich bis weiter, habe ich alle nicht kennengelernt. Und der David Bowie war ein höflicher, netter, ohne gelbe Haar und grüne Streifen. Ganz ein einfacher, wirklich sehr sympathischer, netter, höflicher, junger Engländer. Und ich habe ein bisschen drei Tage, ich weiß nur noch, ich hatte, natürlich musste ich irgendeine Schäne spülen und hatte 2 so große Hunde, die habe ich so gern gehabt. Und ich erinnere mich hauptsächlich an die Hunde, an David Bowie. Aber dann fand ich das auch, jeder spricht in einer anderen Sprache. Es gab einem so ein Mittagessen, Der eine spricht Englisch, der andere spricht das. Nein. Also kein Hollywood. Nein. Ich darf jemanden zu uns bitten, der schon hereingebracht hat, der auch mich hereingebracht hat. Er hat nämlich die Fragen des Publikums in seiner Kappe. Damen und Herren, großen Applaus für den lieben Herrn Thomas. Er bringt die Denkzettel. Die Frage des Publikums. Dankeschön. Ja. Fragen des Publikums, Ihr erfolgreichster Anmachspruch. Was ist das? Das ist eine blöde Frage. Na, probier einmal. Ich war immer zu feig, ich habe nie wen angemacht. Du hast das nie gemacht? Ich bin immer irgendwo gesessen und habe gewartet, dass mich eine anredet. Ist aber nie passiert. Also, muss schon passiert sein. Also. Nein, ich habe einmal, damit habe ich Erfolg gehabt, das war nach so einem Theaterworkshop. Und da habe ich die ganze Zeit irgendwie so eine Frau angeschaut, also ein Mädel. Wie hat er gefallen? Ja, bitte hilf mir. Nein, wir haben die ganze Zeit Blickkontakt gehabt. Dann waren wir in irgendeiner Bar noch, in einer Disco. Und ich bin dann bei ihr gestanden und gesagt, du hast so schöne Augen. Und dann haben wir zum Schmusen angefangen und sind aufs Zimmer gegangen. Also das war... Schlicht und einfach, ja. 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 Aber das war erfolgreich. Ja, das Einfache ist ja oft das Beste. Ja, Ihr bester Rat gegen Liebeskummer? Weinen. Also ja, das hilft. Welchen großen Namen hätten Sie gerne? Das von den ja, da steht sie, erfindet es nicht. Welchen großen Namen ich gerne hätte? Schnucki. Ja, Schnucki. Ja, Schnucki. Sagt immer Frau. Noch sagt eine Frau ab und zu. Schnucki oder Schnecki. Welchen Rat würden Sie Ihrem jüngeren Ich geben? Meinem jüngeren Ich habe ich schon so viel Rat gegeben, dass es nicht befolgt hat. Ja. Ja, ich gebe jetzt lieber einen Rat meinem älteren Ich. Das ist auch sehr weise. Ihre größte Jugendsünde, war das mit dem Gefängnis? Ja, dass ich einmal gelogen habe. Bravo, der heilige Rhein-Novak. Der holy Rhein-Novak. wie schön. Bitte, ich freue mich sehr, 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 denn du hast so ein schönes Lied ausgesucht. Was singst du uns denn? Imagine. Schau, das ist das einzige Lied, das ich auch in meinen Konzerten jetzt immer wieder singe, außer meinen eigenen, weil es ein zeitloses Lied ist und wie ich hinzufüge, sehr oft ein traurig zeitloses Lied, weil der gute John Lennon hat das vor langen, langen Jahren geschrieben und es ist immer noch gültig und es hat sich immer noch nicht erfüllt, aber da ich ja mit dem Begriff trotzdem lebe, singen wir, darf man die Hoffnung nicht unbedingt aufgeben. Damen und Herren, Erika Bluha! Das ist dein Mikro. Viel Spaß. Danke.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us and above us. Only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It's easy if you try. To kill or die for, and no religion to. Imagine all the people living life in peace. You may say that I'm a dreamer. Someday you will join us, and this world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. Brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You may say that I'm a dreamer. Dankeschön. Danke für auch. Wunderschön. Wir verabschieden uns. Hey, du musst mit uns nicht singen. Wir sind fertig. Also wir können schon noch singen, wir zwei, Erika. Aber die Leute müssen wir raushauen. Denn Denk mit Kultur ist jetzt leider zu Ende. Ja? Die Message haben wir. Wir brauchen noch den ersten Gast, um mit großen Akklamationen zu bedanken. Rein in Ober! Lassen. Mein Name ist Birgit Stenk und ich sage